Lass mal noch ein paar neue Fischer hin. Wir hier auch noch zum Bauen ein paar Fischer. Könnte man theoretisch. Hier könnten wir auch noch was bauen. Im nötigen Fall. Was? Warum fehlen uns? Wir schlingern ins Ungewisse. Warum lassen die sich hier nicht umbauen? Das sind halt auch nur die Toilette. Wir schlingen ins Ungewisse. Wir sind nicht auf dem Damm. Das Bein mit einer Knochensäge absägen. Ja, was mit einem provisorischen Hebel an hier? Mach natürlich weiter. Der Metallflug hat einiges geändert, ganz klar, aber zum Besseren oder Schlechteren? Theoretisch müssten wir sowieso mal gucken, was hier so abgeht. Mir fehlt noch einiges an Material. Wie, mir fehlt es an einigen Materialien, willst du mich hier? Na. Ach so, wir können ja hier einstellen, welche Produktion hier hoch sein. Warte mal. Lehmgrube. Um Gottes Willen. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Brot ist auf jeden Fall gut, Segel, ja, Eisenmine. Eisenmine müsste ich eigentlich volle Pulle aufdrehen. Genauso wie Stahl müsste ich eigentlich auch volle Pulle aufdrehen. Das kann ich mir eigentlich auch nicht leisten. Schiff vom Stapel gelaufen. Kanonen sind in Ordnung. Nee, lassen wir das auf null. Weißt du, wenn du es hoch machst, dann sind die Minus, ne? Das ist. Brauchen wir davon mehr? Nee, brauchen wir von Mehl mehr? Ich glaube auch nicht. Fisch steigt, Holz steigt, alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ist alles voll. Weil das Gute ist jetzt einfach, wir haben jetzt ein paar was abgerissen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Zum Bauen. Ich riskiere jetzt einfach nochmal zwei abzureißen. Ich riskiere zwei weitere Gebäude abzureißen. Die meisten sehen sich doch eh nur die Bilder an. Und von den guten Farmen
Würde ich ja eine benötigen noch für. Oder zwei, ich baue zwei. Damit wir halt noch eine mehr für die Segel. Die Feierlichkeiten sind beendet. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Eisen ist plus 1. Kohle ist wie immer leer. Wir drei Kohle-Dinge haben. Mir fehlen die Rohstoffe. Fehlt Kohle. Versteckt die Flaschen, der Boss. Ja, kann ich auch nicht sinnern. Minus 1000. Wie? Zur Not, wenn Eisen fehlt, müssen wir halt hier Eisen anbauen und es rüberkarren. Boah. EZ macht einen Abgang. So. Auf jeden Fall überlege ich, ob wir hier Richtung da oben noch einen Marktplatz bauen. Das bedeutet, wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Passt ein Weg vorbei? Ja, ist halt die Frage, wie lang geht das hier mit der Strecke? Ja, hier ging es bis oben hin. Machen wir nämlich die Strecke so und dann so. Seite auf jeden Fall platzieren und hier. Also ich denke mal, das wird schon jetzt gehen. Ja, und wir kriegen hier mehr Platz, das ist gut. Zu einem Imperium. Steht bereit. Wir produzieren nur 8 Paprikas. Das ist viel zu wenig. Oh, Paprika. Paprika, Paprika, Paprika. Wir brauchen mehr Paprika. Spielstand gespeichert. Ich glaube, wir brauchen definitiv noch 2 Plantagen Paprika. Paprika, Paprika. So. Und habe ich natürlich schlau gemacht. Ich mich selbst einsperre. Vielleicht kriege ich ja hier noch eine hin. Waffenruhe wurde beendet.
brauchen noch mal einen Satau Häuser. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie so ein Häuser-Fan. Ich habe meine Familie bei mir. Was will man? Irgendwo muss man ja anfangen. Warum geht unser Plus so in Minus? Was ist hier los? Geht nichts leer, okay. Ich dachte schon, so was geht nie, aber hier geht so viel ins Minus. Das würde ich ungern. Jetzt haben wir das Gute. Wir haben nicht mehr so viele normale Arbeiter. Kann man hier nämlich mal upgraden. Keiner will das machen. Ist auch zu öde. Weißt du, was man mit denen einfach machen? Wir schieben die einfach hier hin. Dann haben die nämlich volles Haus. Die 9000 Einwohner kriege ich heute noch hin, oder? Zumindest wollte ich die heute noch erreichen. Wir haben so viele normale Häuser. Ich könnte mal sagen, wir machen mal das da. Wir haben schon genügend Geld. Das Problem liegt ja nicht. Hä? Jetzt hab ich vergessen. So, wenn jetzt irgendwas fehlt, dann werde ich hellhörig. Ne? Ich glaube nämlich, wir brauchen jetzt die zweite Hut, von der ich geredet habe. Spielstand gespeichert. Ich glaube, hier drüben wird jetzt auf jeden Fall was. Hier ist eine Mission. Eine Mission. Ich brauche die Hilfe bei einem. Das hier sollte ich wohl besser einem Stadtmenschen vorlegen. Hä? Wie eine dreibeinige Ziege. Ja. Zu schön, um wahr zu sein. Die Umgebung nach Gefahren absuchen. Die Warnung des alten Seemanns beherzigen. Nein. Gut, wir machen noch mal. Guck hier nochmal drauf, was für eventuell gegen die Wurst. Brauchen Wurst.
war mir irgendwie wann klar, dass die Wurst irgendwann stehen bleibt und sagt, hey, die Wurst geht leer. Die Wurst geht leer, die Wurst geht leer, die Wurst geht leer. Ist auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Wir können ja mal Neues anbauen. Bup, 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 bup. Der Weg ist, um ehrlich zu sein, sehr bescheiden. Und das Lagerhaus hier ist auch sehr bescheiden. Hätten wir das nicht theoretisch hier auch so bauen können? Kann ich das nämlich so hinbauen? Dass wir den Weg hier. Ist auch ein bisschen kacke. So. Naja, wenn jetzt die Wurst leer geht, wie gesagt, die Wurst geht leer. Geht sonst noch irgendwas leer? 9340 Einwohner, sagt die Zahl. Schon gute Zahl. Also wenn jetzt die Wurst leer gehen sollte, dann bauen wir nicht nur zwei, sondern vier Produktionen. Weil wir dann davon mehr haben. Wir haben keinen Platz mehr. Keinen Platz mehr. Das heißt, wir müssen hier oben drüber bauen. Ich habe wohl auch kein DMA, oder? So. Bauen wir nämlich hier drüber. So. Wenn ich dann schlau bin. 1, 2, ja. Warte mal, was passiert, wenn wir die schief so setzen? Kriegen wir dann eventuell noch. Ach, egal, dann schon einen Stall bauen. Und zwei Würstchen hin und ein Lagerhaus upgraden. Was mache ich denn hier an Bilanz? Notköppingen macht 3000 plus und dieser hier macht 1288 minus. Wir haben ja hier auch nur normale Häuser, die bringen ja kaum was an Zeug. Wir könnten den hier theoretisch mal Würste mitbringen, die Würste anbauen. Dann haben die wenigstens auch mal was. Wo sie glücklich sein können. Ne? Dürfen den armen Menschen ja auch nicht hier so. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Hört sich ehrlich gesagt nicht so toll an. Ja? Woher war mir das klar? Ein letzter Blick.
Journalismus hält man dem Leben einen Spiegel vor und sucht nach der Wahrheit. In Zeitungen schreibt man, was verlangt wird. Das Hungergefühl geht ja jetzt weg. Manchmal ist weniger mehr. Es trägt ihre Handschrift. Trotz des Upgrades. Tag für Tag diese Plackerei. Haben wir ein Problem. We have a problem. Blub. Ne, blub. Über 7 zu viel hat das gebaut. 7 Profis. Brot können wir hier nicht anbauen. Seife könnten wir anbauen. Soll ich Seife anbauen? Naja, Seife brauche ich nicht an. Das Problem ist bei Seife nämlich. Den Abend verbringe ich gerne am Tresen mit meinen Kunden. Wenn du Seife anbaust. Dann gucke, dass du versuchst du noch, oder? Ist ja klar, wir haben hier Gebäude abgerissen. Was will ich eigentlich überhaupt? Wir können hier sogar noch mehr abreißen. Die können wir auch noch abreißen. Wir haben immer voll. Okay, haben wir immer mehr Einwohner. Könnte ich immer mehr upgraden. So. Ich würde mal sagen, wir machen die mal auch hoch. So. Sind wir nämlich bei unseren fast 2000 plus. Voll cool. Wir müssen halt nur gucken, dass wir diese Anzeigen hier im Auge behalten. Vor allem was Brot angeht. Obwohl, wir haben jetzt hier wieder so viel Platz. Ich theoretisch eigentlich hier Brot anbauen könnte. Mach ich vielleicht auch, dass wir hier so 2 Plantagen hinkriegen. Und wenn wir noch zusehen und hier kriegen wir eigentlich auch noch Brot hin. Zu viele Transporte. Warum? Wir haben doch hier abgerissen wie bekloppt. Das kann eigentlich gar nicht sein. Auf jeden Fall, wir gucken nochmal kurz da rein. Wir treiben ab. Wir müssen zurückkehren. Hab schon Schlimmeres gesehen. 58%? 58% geht. So, ich sag ja, wir sind bei 2000 plus angekommen. Fühlt sich gut an. Ist auch gut. Nur hier ist das Problem, dass wir hier 1000 minus sind. 1000 im Minus. Was kann man denn da tun? Außer Gebäude abbrechen. Alles voll. Alles voll.
Fisch ist gut, das ist gut. Noch gut. Paprika sind voll. Rindfleisch nimmt zu. Bier bleibt stehen. Bier bleibt stehen. Bier bleibt stehen. Nö. Na gut, Hopfen haben wir eh zu viel. Weizen haben wir. Ich will jetzt nicht sagen, Weizen haben wir gerade eins im Überfluss. Aber da kümmern wir uns nächste Folge auf jeden Fall drum. Nicht jetzt. Deswegen würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal bei Anno 1800. Wir hören jetzt aber hier mal auf. Haben wir ein bisschen heute was geschafft. Wir haben hier 6000 Einwohner und hier haben wir 3000 Einwohner und das sind nur Bauern. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir die Bauern vielleicht upgraden. Dann bauen wir hier noch jedenfalls noch Steinkohle an. Dann haben wir hier noch ein bisschen Metall, dann können wir hier noch das anbauen. Und dann ist gut. Dann sind die auch übrigens mit Seife und Schule, vielleicht noch eine Schule, wenn die soweit sind. Ich denke mal schon, dass sie so hochkommen. Aber mehr kriegen sie auch nicht. Bei mir nehme ich keinen Walzen. Na denn, bis zum nächsten Mal. Tschüss.